Also ich wünsche mir, dass das Haus strotzt vor Leben, wenn es mal so weit ist. Und in dem Licht stand ein Kindlein, so herrlich und mild, dass Hannes auf die Knie fiel. Das Kind stieg von dem alten Steinkreuz auf die Erde und sprach: Hannes, Hannes, du hast das Ziel deiner Reise erreicht. Bleibe hier mit deinen Leuten. Es scheint mir eine schöne Stelle zu sein. Also ich habe eine Freundin, die wohnt zu Winterthur oder hat zu Winterthur gewohnt. Und sie ist in einem Generationenhaus, also nicht in einem Generationenhaus, aber in einer Genossenschaft ist sie alt geworden und auch dort dann gestorben. Und die haben auch einander geschaut, gegenseitig, und das hat mich sehr schön gedunkt. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich auch zu lange auch. Also ich möchte können, meinen Reichtum, den ich ja erarbeitet habe in meinem Leben, das ist halt mehr ein geistiger Reichtum, den möchte ich jungen Leuten können mitgeben. Ich möchte auch Kinder können mitgeben. Ich möchte zum Beispiel Kindern Geschichten erzählen oder ich möchte mit den Kindern spielen. Früher ist man im gleichen Haus quasi mit den Grosseltern aufgewachsen oder im gleichen Dorf. Das ist heute alles nicht mehr. Und darum müssen wir neue Gemeinschaften bilden. Hier soll der Generationenhaus entstehen. Und die Idee eines Generationenhauses ist eigentlich keine neue Sache. Früher haben sich die Grosseltern unterstützt mit den Kindern und mit den Eltern. Und genau das Gleiche werden wir in diesem Generationenhaus wieder bewerkstelligen. Die Herausforderung beim Generationenwohnen in dieser Art, wie wir es planen, ist, dass wir von der Umgebung akzeptiert werden in dem, was wir machen. Unter dem Nest wohnen will ich ein Beispiel geben. Beim Nest wohnen muss man sich vorstellen, zum Beispiel eine 3,5-Zimmer-Wohnung und 2 Joggerzimmer je mit einem eigenen Bad. Und in dieser 3,5-Zimmer-Wohnung wohnen die beiden Kinder. Je in einem Kinderzimmer und einem Wohn-Esszimmer. Und dann geht 3 Tage lang die Türen auf zu einem Joggerzimmer und dann kommt der Vater raus. Und dann geht die Türen wieder zu. Nach 3 Tagen und dann geht die Türen auf von der Mutter und die ist 4 Tage offen. Und dann geht die Türen wieder zu und der Vater kommt wieder führen. Schon. Wir haben jetzt schon eine Nestwohnung mit unseren Kindern. Das bedeutet, dass wir das Alternierende, das du im Regelfall den Kindern zumutest, wir selber übernehmen. Also statt dass wir die Kinder hin und her schicken, gehen wir hin und her. So kannst du wie gewährleisten, dass die Kinder ihren festen Rahmen haben, ihr Zuhause, ihre Stofftierchen, ihre Hausaufgaben, alles wie immer am richtigen Ort. Und wir übernehmen den Part vom Hin- und Hergehen. Bedeutet aber für uns natürlich entsprechenden Aufwand. Und wir haben jetzt jeweils einfach ein kleines Zimmer noch zu Bern. Und eine Wohnung hier zu lang noch, eine grosse. Und es ist aber eher ein bisschen unglücklich, weil wir sind eigentlich gerne auch einfach alle zusammen an einem Ort. Und darum haben wir jetzt hier hoffentlich die Möglichkeit, das Nestwohnen wieder zu optimieren. Also Ökologie und Nachhaltigkeit haben wir 3 Punkte. Erstens wollen wir bauen mit Trubenholz in der Massivholzbauweise. Zweitens wollen wir probieren, Solarenergie zu nutzen. Und drittens wollen wir eine autoarme Siedlung bauen. Das heisst, wir bauen keine Tiefgarage. Wir könnten einen Mediator brauchen, der uns unterstützt in Sachen Kommunikation. Sehr hilfreich wäre ein Coach, der uns hilft in der Energieabklärung. Neben dem, was Elsie gesagt hat, was ich mindestens, wenn nicht, noch wichtiger finde.